Das könnte bedeuten, der rote Gegner ist hier oben. Hier ist jedenfalls eine Fahne und ja, da ist ein roter Gegner. Der hat aber, glaube ich, ein etwas kleineres Lager. Ja, der hat nur drei Langhäuser. Das reicht aber völlig aus, um mich zu nerven. So, noch mehr Murmillionen. Verbessern wir mal unser Dorfzentrum. So, dann noch das Gebäude. Und dann müssten wir eigentlich Ruhe haben vor den Wilden. Jedenfalls abgesehen vom lilanen Gegner. Und ja, man hört auch die Atlanter sprechen ein bisschen anders. Das habe ich übrigens schon ein paar Mal erwähnen wollen, habe es aber jedes Mal vergessen, dass ich es cool finde, dass sie wirklich Originalsprachen verwendet haben. Also in Age of Empires sind es ja auch richtige Sprachen, die die Völker damals benutzt haben. Dies ist der Tempel aus meiner Vision. Von dort aus können wir von hier entkommen. Ja, und wir haben den Tempel gefunden. Mark. Aber jetzt ärgern uns die Wölfe hier oben schon wieder. Das sind mutige Wölfe, die einfach so meinen. Meine Belagerungswaffen angreifen. So. Meine Truppen habe ich zusammen. Das heißt, ich muss nur noch hier durchbrechen. Oh, und mich mit der Armee hier noch anlegen. Also ja, die sind eigentlich stark gegen Infanterie, aber gegen die schweren Axtkämpfer sehen die nicht ganz so frisch aus, die Jungs. Oh, wir haben sogar noch einen Feuersiphon gekriegt. Das ist gut, weil hier sind zwei Bergfestungen. Ich weiß gerade gar nicht, haben die eigentlich schon... Ah, die haben schon Brandpfeile. So, der Feuersiphon kann auch noch weiter. Und ja, die tolle Musik, wenn wir eine Festung angreifen. Darf ja auch nicht fehlen. So, die Himmelspforte ist erobert. Jetzt sollen wir 5 Bürger durch die Himmelspforte schicken. Die Himmelspforte ist ein spezielles Gebäude der Titanen, in das Einheiten einquartiert werden können. Diese können dann aus einer anderen Himmelspforte des selben Spiels ausquartiert werden, egal wie weit die entfernt ist. Also ein super tolles Stadtportal. So, das heißt, wir quartieren mal 6 Bürger ein. Und ja, wenn das die Überreste von Atlantis sind, also das, was von den Atlantern übrig geblieben ist, nachdem es ja untergegangen ist. Oh, übrigens, wie man sicherlich gemerkt hat am Ende der Hauptkampagne, was ich im Golden Gift gar nicht erwähnt hatte, wurden die Credits am Schluss der Kampagne rausgeschnitten und damit auch alles, was ich gesagt habe, also mein Fazit zum Spiel,
wie sehr ich das Spiel mag eigentlich. Und auch meine Anmerkung, diese Theorie, wie jetzt Atlantis wirklich untergegangen ist. Ja. Fast schon ein bisschen gemein, hä? You see? So, das heißt, die Bürger hier durch. Und wir sollen jetzt ein Dorfzentrum errichten. Gut, das heißt, wir platzieren hier ein Dorfzentrum. Und müssten dann eigentlich gleich schon gewonnen haben. Jo. Das war die erste Mission. Reise fortsetzen noch nicht. Ich will ins Kampagnenmenü. Und will euch mal kurz die Einführung über die Atlanta zeigen. Da wir ja das Lernprogramm, die Wikinger- und Ägypter-Einführung bereits gemacht haben, kommt jetzt die der Atlanta. Wenn Sie die Atlanta befehligen, gibt es ein paar Dinge zu beachten. Ein paar. Die Ausbildung Ihrer Bürger dauert länger und ist kostspieliger. Dafür sammeln und bauen Sie aber fast dreimal so schnell wie andere Dorfbewohner. Außerdem benötigen Sie beim Sammeln keine Lagerplätze. Atlanta erkunden mit Hilfe von Orakel. Wenn Sie sich bewegen, haben Orakel nur eine geringe Sichtweite. Diese erhöht sich aber im Stillstand. Atlanta können jede ihrer regulären Einheiten zu Helden weiterentwickeln. Dies kostet natürlich etwas. Einheiten, die zu Helden wurden, verfügen über verbesserte Fähigkeiten und eignen sich besonders für den Kampf gegen mythische Einheiten. Um Gunst zu erhalten, müssen die Atlanta Dorfzentren kontrollieren. Je mehr Dorfzentren sie als Atlanta kontrollieren, umso schneller erhalten sie Gunst. Im Gegensatz zu anderen Kulturen können die Atlanta schon zu Beginn eines Spiels Dorfzentren errichten. Mhm. Also andere Völker können das erst ab dem dritten Zeitalter, dem Heroischen. Gut, da wir jetzt nicht mal eine halbe Stunde aufgenommen haben. Wie gesagt, jetzt hat man es auch ein bisschen an der Einführung gesehen, dass Atlanta schon ein bisschen stark übertrieben sind. Sie können all ihre Einheiten zu Helden machen, zwar für Kosten, aber die Einheiten haben auch immer noch ihre Vorteile gegenüber normalen Einheiten. Das ist zum Beispiel schon mal richtig übel. Bei den anderen Völkern, gerade bei den Ägyptern, ist das ja richtig lächerlich, nur mit Priestern und dem Pharao. Während die Wikinger wenigstens noch Hersen haben, die sie am Stück ausbilden können, und die Griechen ihre vier Spezialhelden. Aber bei den Atlantern ist das ziemlich übel, wenn sie gleich eine ganze Armee aus Helden haben, die stärker ist als reguläre Einheiten und auch noch effektiv gegen bestimmte reguläre Einheiten. Dann sind sie wirtschaftlich fast nicht zu schlagen. Also nicht mal die Ägypter, die eigentlich das wirtschaftlichste Volk sein sollten in dem Spiel, können die toppen. Und auch die Wikinger mit ihren Ochsenkarren nicht. Und ihren Zwergen. Und ja, was das Kunstsammeln angeht, die brauchen einfach nur Dorfzentren. Und die haben von Anfang an ein Dorfzentrum natürlich. Und können noch mehr haben. Ja. Andere Völker, die Griechen, müssen beten. Das kostet braucht einen Tempel und Bürger, die beten. Braucht mehr Bevölkerungslimit. Die Ägypter müssen Monumente bauen. Die kosten Rohstoff und Bauzeit. Auch wieder. Die Wikinger müssen kämpfen oder halt Hersen haben, wobei es mit Hersen ziemlich langsam geht. Die Atlanter brauchen nur Dorfzentren. Schon ein bisschen unfair fast. Aber beschweren wir uns nicht drüber. Wir machen weiter mit die Wiedergeburt von Atlantis. Also wir haben jetzt ein verlorenes Volk gespielt. 10 Jahre später versuchen die Überlebenden Atlanta ihr Reich wieder aufzubauen. Irgendwo in den abgelegensten Nordlanden. Und nun wurden wir ins neue Atlantis katapultiert, was auf einmal hier aufgetaucht ist. Was ich lustig finde, weil wenn man Sturz des Dreizacks betrachtet, ist hier nur Atlantis. Die Insel da oben existiert gar nicht. Ja. Gut, starten wir in. Mit Hilfe der Titanen erschaffen die Atlanta an anderer Stelle ein neues Atlantis. Also Mission 2, die Wiedergeburt von Atlantis. Da wir ja noch Zeit haben. Sie sehen aus wie Atlanta? Seht nur,
Ihr seid wahrlich gesegnet, Krios, dass euch ein solcher Ort gezeigt wurde. Die Götter sind Atlantis gnädig, aber nicht die Götter des Olymps. Was? Seht, das Symbol auf der Pforte, das uns hierher brachte. Das ist das Zeichen des Titanen Uranos. In der Nähe unserer Siedlung ist einer seiner Tempel. Daneben ist einer von Kronos. Die Zeichen sind eindeutig. Dies sind die Götter, die uns hierher führen. Ihre Tempel sind überwuchert. Wir sollten sie als Zeichen unserer Dankbarkeit wiederherstellen. Das dürfen wir nicht. Krios hat recht. Es ist Kastor, Sohn des Akanthos. Was hat Zeus für uns dort schon getan? Uranos hat uns zumindest hierher geführt. Wir sollten besser ihm huldigen, als ganz ohne Schutz zu sein. Schau, sie gehen in den Tempel des Uranos. Wir müssen sie aufhalten. Sofort! Lasst uns diese Tempel zurückerobern und Atlantis wieder aufbauen. Burek, Vayen, Skopos, Mos Intem. Ja, wir schicken zuerst Burek, mal jeden überall wir haben Sammler gerade hin. Genug Rohstoffe zum Aufbau der Tempel. Burek, danach müssen Burek. Wir mehr sammeln. Osto. Und die beiden lassen wir Tempel aufbauen. So. Wir haben bereits zwei Herrenhäuser. Sehr schön. Und wir sehen dank Uranos. Angreif! Also wir haben jetzt den Gott Uranos. Das heißt, wir können auch endlich mal hier reingucken. Dank Uranos sehen wir alle Siedlungen. Wir können Himmelspforten errichten, wir können Druckwellen bauen, Orakel aussenden. Und wir können sogar die Himmelspforten zu Wachtürmen ausbauen. Ja. Hier unten sind dann halt die Standardsachen. Da sei mal in der Handelsgilde alle Rohstoffforschungen, die wir kennen. Also für Bergbau und Holzfäller und dann die Sachen für die Felder und die beiden Anfangssachen für Jagen und Schafe. Mauern. Mauern ist eine nette Sache hier bei den Atlantern. Nämlich nach dem Steinwall, den jeder hat. Also sogar Thor hat den Steinwall. Übrigens kommt mir das ja auch ein bisschen anders jetzt vor vom Aussehen, aber nee, ist eigentlich immer noch gleich. Aber danach kommt der Bronzewall, der schon mal richtig teuer ist. Dann der Eisenwall und dann noch der Orichalkumwall. Das heißt, in Sachen Mauern werden die Ägypter jetzt auch mittlerweile von den Atlantern ausgestochen. Schiffe, da ist alles ziemlich gleich, außer dass sie statt einem Hammerschiff ein Feuerschiff haben, das Feuer spuckt. Türme ist eigentlich auch dasselbe. Im Tempel werden Orakel ausgebildet. Und ja, wir haben hier jetzt eine Militärkaserne, eine Konterkaserne und einen Palast als Ausbildungsgebäude. Also Schmiede und solche Sachen sind alle gleich. In der normalen Kaserne werden normale Einheiten ausgebildet, also Standardeinheiten. Also Infanterie, die stark ist gegen Kavallerie, so wie der Hoplit bei den Griechen. Dann Kavallerie, die stark gegen Bogenschützen ist und Bogenschützen, die stark gegen Infanterie sind. Also Grundeinheiten. In der Konterkaserne werden Einheiten desselben Typs ausgebildet, die effektiv die effektiv gegen sich selber sind. Hier steht es ja, also Katapeltis ist Konterkavallerie, wobei die Katapeltis meines Erachtens nach, reiten die auf Pferden? Weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, müssten wir machen, mal gucken. Also Einheiten des Typs, die nur gegen denselben Typ effektiv sind. Kann mich jetzt gerade auch täuschen, vielleicht sind die Namen vertauscht. Egal. Und ja, die Kiero-Balliste, die ich ein bisschen ulkig finde, weil das ein dicker Mann ist, der die bedient. Und die braucht sogar eine extra Forschung, um verbessert zu werden. Also Kontereinheiten kann man ziemlich früh bauen. Die Standardeinheiten erst etwas später, außer den Murmillo. Und im Palast gibt es Zerstörer. Das sind Infanterieeinheiten, die Gebäude einreißen können.
und den Fanatiker. Die sind stark gegen alle regulären Einheiten außer Bogenschützen. Also, und sind halt auch ziemlich teuer, wie man sehen kann. Also ziemlich gute Allround-Einheiten. Und halt den Feuersiphon, den wir schon kennengelernt haben. Okay, wir werden jetzt angegriffen, und zwar von Hopliten. Aus einem ostgriechischen Dorf.